herzlich willkommen bei 3 Ecken, ein Elfer im Wohnzimmer. Wir haben heute mal eine Talkrunde zu einem ganz brisanten Thema und vor allem auch brandaktuell, nämlich Gewalt auf Sportplätzen. Leider vermehrt, ständig passiert was nach rote Karten, nach Zwiegesprächen mit Schiedsrichtern, dass der Schiedsrichter geschlagen wird oder dass sich die Spieler untereinander die Köpfe einschlagen und das gilt es einfach mal zu diskutieren. Und ich sitze ja nicht alleine hier. Wir haben noch hier Kreisschiedsrichter Obmann Ingmar Schnur. Hallo. Dann Trainer in Wiesbaden Christos Pipsos. Schönen guten Tag. Und den Spieler von TuS Medenbach, Mike Jakubowski. Ja, Gewalt im Sport und da gibt es ja auch ein aktuelles Beispiel, nämlich von Blau-Gelb Darmstadt. Und was da passiert ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch einfach jetzt erstmal an, damit ihr mitreden könnt. Wenn du so Bilder siehst, was fällt dir da spontan so ein? Ganz ehrlich gesagt, für mich hat es nichts auf dem Sportplatz zu suchen und für mich sind solche Leute, das sind einfach nur, ich sag's ganz krass, Idioten auf dem Feld. Ganz einfach. Kannst du, was wäre denn jetzt eine Strafe, ein Strafmaß, wo du sagen würdest, das wäre okay? In dem Fall würde ich sagen, der wird bei mir gar keinen Fußball mehr spielen. Oh, ja. Nie wieder? Nie wieder. Das ist rigoros, würde ich sagen. Ja. Christos, du als Trainer, hast du schon mal einen Spieler gehabt, der irgendwie so oder ähnlich ausgerastet ist bei dir im Verein? Nein, zum Glück noch nicht. Ich muss sagen, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Disziplin und bei mir ist die Basis meiner Arbeit, sag ich mal, Disziplin auf dem Platz zu haben. Und ich sortiere von vornherein, sag ich mal, Leute aus, die mir so ein bisschen so das Gefühl geben, dass sie gefährlich werden können. Mhm. Nein, also ich persönlich habe bis jetzt noch keine Mannschaft trainiert, ja, und ich habe auch bis jetzt auch in keiner gespielt, wo schon mal sowas vorgekommen ist. Okay. Ja. Hast du schon mal so einen Ausraster gehabt als Spieler? Ich als Spieler? Ja. Nee, zum Glück noch nicht. Also ich habe tatsächlich mal eine rote Karte bekommen wegen Beleidigung. Das ist, glaube ich, ja, auch unangemessen, klar, aber sowas, wie wir auch auf den Bildern gesehen haben, wird mir, glaube ich, Traum nicht einfach. Mhm. Auch nicht gegenüber einem Spieler? Auch nicht gegenüber einem Spieler. Also wie gesagt, prinzipiell ist es halt so, ich gehe sonntags auf den Sportplatz, um Fußball zu spielen, um Spaß zu haben. Ich meine, die Zuschauer kommen auch nicht um Schlägereien zu sehen, sondern dann können sie sich irgendwie Boxen einschalten oder sowas, sondern die wollen halt auch ein Fußballspiel sehen. Und also fehlen mir die Worte zu. Okay. Wie schaut es denn hier bei uns gerade auf den Kreis Wiesbaden bezogen aus? Wir hatten ja auch so einzelne Fälle oder es gibt auch noch Spieler, die wir hier im Wiesbadener Raum kennen, die aktuell auch noch spielen, obwohl sie eigentlich schon des Häufigeren rückfällig geworden sind. Warum? Warum spielen die noch, die Jungs? Warum dürfen die noch spielen? Schwer zu erklären, aber ich sag mal, es gibt halt die Satzung nicht her. Also lebenslange Sperre, scheinbar gehört da mehr dazu. Es ist traurig, aber dann kommt halt sowas dabei raus. Das ist wahrscheinlich einfach noch nicht genug passiert. Das ist halt das Schlimme daran. Und aber was ich auch nicht verstehe, ist, wenn dieser Spieler nur ein Jahr gesperrt wird, also andersrum gesagt, er wird ein Jahr gesperrt, aber dann auch nur für ein Bundesland. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wo liegt darin bitte die Logik? Gerade bei so einem Bundesland wie Hessen, wo, wenn ich das als Beispiel hier Wiesbaden nehme, ich fahre 15 Minuten, fahre ich über die Brücke, bin in Rheinland-Pfalz, bin in Mainz, spiele da ein Jahr lang, komme wieder hier zurück. Genauso hat es dieser Spieler auch gemacht. Ja, schwer zu sagen und schwer zu kapieren und rüberzubringen. Für mich, ich sehe das genauso. Ich meine, wenn er ein Jahr gesperrt ist, ist es schon schlimm genug. Ich meine, da muss auch schon einiges passiert sein. Aber dass man dann sagen kann, okay, ich fahre ein anderes Bundesland, wie jetzt gerade Wiesbaden-Mainz, wo ja zwei angrenzen, zu sagen, okay, ich spiele dann drüben, habe auch einen Spielerpass, das ist natürlich, da sollte man sich mal Gedanken machen,
dass man das abendet. Ja. Sehe ich genauso. Wie ist denn das bei dir, Christoph, wenn du jetzt einen Spieler an die Hand kriegst? Stell dir vor, du bist in Mainz Trainer, kriegst so einen Spieler, wo du weißt, okay, der ist einfach klasse, der schießt seine Tore, aber ist halt einfach menschlich, sage ich mal, vorsichtig kompliziert. Würdest du ihn trotzdem nehmen? Nein, auf gar keinen Fall. Also bei meiner letzten Trainerstation habe ich ja auch 1, 2, 3 Leute aus dem Kader rausgenommen, aufgrund dessen, weil sie nicht hundertprozentig aufgrund ihres Gemüts reingepasst haben. Ja? Also ich bin da rigorös, ich bin da diszipliniert und geradlinig in dieser Hinsicht. Aber um nochmal auf diese Spieler zurückzukommen, ich glaube nicht, dass das Problem oder dieser Spieler ist, dass man mit einer Sperre von 1 Jahr das Problem gelöst hat. Die Probleme liegen, glaube ich, gar nicht bei diesen Leuten auf dem Fußballplatz selbst. Ja? Ich glaube, dass es eher soziale Probleme sind und der Fußball ist vielleicht für diese Leute auch nur ein Ventil. Ja, ja, aber so soziale Probleme, die kannst du ja als Trainer oder als Verein vielleicht sogar, die kannst du doch gar nicht in den Griff kriegen. Wie willst du das denn machen? Es ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Also prinzipiell in diesen Amateurklassen, wo wir spielen, sage ich mal, ist der Trainer auch irgendwo auch ein Sozialarbeiter. Mhm. Ja? Das ist wirklich so, man versucht ja viel über Kameradschaft, über Gemeinschaft, ja, über Gruppenzwang im Endeffekt, ja, auch einen Spieler irgendwo zu führen, ja. Aber prinzipiell muss eine Grundvoraussetzung mitgebracht werden. Ja, ja, aber wenn ein Spieler so eine Gewalttat auf dem Sportplatz vollzieht, der kann doch gar nicht irgendwie in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Zumindest nicht von einem Trainer, weil es keine elterliche Autorität ist. Nein, wenn ich dieses Video jetzt hier sehe, im Endeffekt ist es schon viel zu spät. Genau. Und dem kann man nicht mehr helfen, diesen Fußball. Ja, dem kann man einfach nicht mehr helfen. Und da müssen sich aber die Funktionäre mal Gedanken machen, ob einfach durch einen Wechsel zum anderen Verband, ja, so eine Sperre, sage ich mal, einfach nichtig wird. Ja? Mhm. Also so ein Spieler hat auf dem Platz absolut nichts verloren. Ja, ist schlecht für das Image des Fußballs. Richtig, ja. Aber Ingmar, hast du einen Vorschlag für Vereine, die solche Spieler oder solch einen Spieler in den Reihen haben, was sie machen können? Oder damit das erst gar nicht passiert, präventiv? Ja, was können die Vereine tun? Ich sage mal so, ich meine, man sagt immer, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber in dem Fall, ich meine, wir kennen ja mehrere Fälle, da ist die zweite, dritte schon vergangen. Genau. Was soll der Verein tun? Ja, es ist immer einfach gesagt, die Vereine kraxeln ja auch heute rum und sind froh, wenn sie Spiele haben. Ja, da fängt es ja schon an. Und dann zu sagen, okay, nee, wir verzichten auf einen, wie du ja gerade gesagt hast, der wo halt viele Tore schießt oder wie auch immer, ist es halt nicht einfach zu sagen, nee, den nehmen wir nicht. Und dann ist es ja meistens so in einem Verein, es sind ja meistens mehrere, die es sagen haben. Okay, der Trainer ist die entscheidende Person, der sagt halt, okay, möchten haben oder nicht. Aber wenn der Verein natürlich nahelegt, nee, wir wollen den Spieler haben, der könnte uns schon nach vorne bringen, das ist sehr schwierig, denke ich mal. Da kommen ja noch viel mehr Aspekte dazu. Also meistens ist es dann bei so Leuten, die haben dann irgendwie einen Vater gehabt, der mal in diesem Verein gespielt hat oder gar selbst irgendwie da irgendwo ein Zepter in der Hand hat oder Geschwister oder sonst irgendetwas, wo die Vereine ja auch ganz genau wissen, okay, wenn wir den jetzt verbannen oder halt auch gute Freunde, wo sie halt wissen, okay, wenn wir den jetzt verbannen, dann gehen halt auch noch 5 andere. Ja, das ist halt das Schlimme daran. Wie kann das denn sein, dass so ein Spieler, der so einen negativen Einfluss hat, auch noch einen weiteren Einfluss auf andere Spieler hat? Hat man dann von Anfang an schon irgendwie die falsche Mannschaft zusammengestellt? Oder? Ja, ich glaube, viele Vereine sagen, dass der Erfolg, den ich haben möchte, ja, der muss über alles stehen. Ja? Mhm. Also das erlebt man leider auch in den untersten Klassen. Und dann wird einfach nicht geachtet, welche Charaktere man einfach in die Mannschaft mit einbringt. Und da müssen auch die Vereine ein bisschen überdenken. Mache ich alles für den Erfolg? Wie weit gehe ich für den Erfolg? Mhm. Ja? Oder gucke ich, dass ich erstmal über eine solide Basis den Erfolg peu à peu mit der Zeit, ja, über die Charaktere und über den Teamgeist voranbringe. Okay. Ich habe natürlich auch nochmal andere Trainer gefragt, was die denn davon halten und ob sie solche Spieler in ihren Reihen haben möchten. Ich würde auf jeden Fall jeden Spieler nochmal eine Chance geben. Na klar, Gewalt gehört nicht auf den Platz, aber trotz allem sollte man immer wissen, wie die Situation sich ergibt. Die Jugend heutzutage ist ja auch nicht einfach und jetzt den noch mehr damit bestrafen, den keine Chance zu geben, finde ich halt unfair oder nicht der Sache gerecht. Es gibt auch Leute, die sagen, es sind oftmals dieselben Personen mit Hinblick auf Migrationshintergrund.
Siehst du das auch so, dass man sagen kann, okay, es sind oftmals Leute, die sich dann vielleicht nicht so integrieren und ein höheres Temperament haben? Ach, da bin ich eigentlich zu weit weg, ja. Und das möchte ich jetzt auch nicht so verallgemeinern, dass das immer nur diese Immigrationshintergründe haben, dann diese sind, die dann sich auf dem Platz nicht benehmen können, ja. Ich denke mal, vielmehr sollten dann auch, sind die Vereine gefordert, ja, auch Trainer, Vorstand, um da in dieser Hinsicht auch zu reagieren und den Leuten halt auch klar zu machen, das ist ein Spiel, ja, und wir wollen es dementsprechend auch da auf dem Platz aufführen und ohne Schiedsrichter wird es das Spiel nicht mehr geben, ja, und die haben oft den schlechteren Part, die Schiris, ja, und wir sind froh, dass wir überhaupt noch so viel haben, die sich da bereit erklären, auf dem Platz zu stehen und dann auch in unteren Klassen, ja, und dann, wie gesagt, es sollen diese Achtung entgegengebracht werden und meistens ist es so, dass die Spieler mehr Fehler machen als ein Schiri auf dem Platz, ja. Und wenn ein Schiri die Spieler immer darauf hinweisen würde, wenn sie mal einen Fehler machen, ja, dann würde gar kein Spielfluss zustande kommen. Wenn du einen Spieler angeboten bekommen würdest, der eine enorme Qualität hat, aber jetzt schon des Häufigeren durch Undiszipliniertheiten im Sinne von Schlägereien etc. aufgefallen ist, würdest du ihn trotzdem nehmen? Nee, das wäre überhaupt kein Thema für uns. Also ganz, ganz klar. Ich denke mal, wir sind eine Gemeinschaft, ja, und dann sicherlich gibt es auch mal Aktionen, wo man als Trainer nicht damit leben kann, ja, aber wir klären das dann halt innerhalb des Vereins und diese Spieler bekommen sicherlich einmal die Chance, ja. Wir haben ja diesen Vorfall gehabt jetzt beim Hallenturnier, ja, aber Emotionen gehören zum Fußball dazu, ja, aber für mich wäre ganz klar ein Spieler, der sich nicht auf dem Platz benehmen kann, der ist für uns kein Thema. Der Hans Richter, selbst Nationalspieler gewesen in der DDR, hat gesagt, dass man es nicht sagen kann, dass es Spieler mit bikulturellem Hintergrund oder mit Migrationshintergrund oder wie wir es auch nennen sollen, ich gehöre letztendlich auch dazu, dass es nicht diese Spieler immer sind. Ja gut, das muss man auch ein bisschen differenzieren. Ich meine, klar wissen wir, was los ist vereinsmäßig und wie viele Vereine immer dazukommen. Man muss es halt in der Gesamtmasse sehen. In der Gesamtmasse sehe ich es eigentlich schon so, dass es meistens diese Vereine sind, ja, wo es dann knallt. Kann halt auch nur von unserem Kreis wieder sprechen, von unseren Ansätzen. Wir achten ja auch dann schon, dass wir unsere Schiedsrichter, dass wir diverse Schutz einbauen, dass wir sagen, okay, wir tun da Erfahrene hin, wir tun welche hin, die wo halt damit umgehen können, dann auch letztendlich. Und ich sehe das ja, wie der Trainer auch gesagt hat, die armen Kerle stehen alleine da. Wir kennen den legendären Spruch vom Tobias Wels, unser FIFA-Vorbild, wo gesagt hat, die waren Helden unter den Schiedsrichtern, sind die in den unteren Klassen, die alleine da stehen auf dem Feld und müsse direkt entscheiden. Also das sollte man dann auch mal zu Herzen nehmen. Das Ding ist, egal wie man Fehler macht, wenn der Lehrer irgendeinen Fehler gemacht hat in meiner Arbeitskorrektur, habe ich ihm auch nicht auf die Fresse gehauen, um es mal deutlich zu sagen, oder? Aber Mike, wenn wir jetzt, wir haben ja auch zusammen bei Schielstein gespielt, wenn wir gegen Mannschaften gespielt haben, sei es in Freundschaftsspielen oder im Ligabetrieb, wir haben gegen Mannschaften gespielt, die überwiegend Migrationshintergrund haben, kam es mir so vor, das muss ich offen zugeben, dass genau dann gab es immer Ärger. Ja, also immer Ärger kann man schon mal nicht sagen, ganz klar. Klar, ist jetzt übertrieben gesagt, aber wenn es Ärger gab, dann gegen solche Vereine. Es war schon immer sehr viel Feuer drin, kann man so sagen. Ob das jetzt am Temperament liegt oder nicht, das ist rechtfertigt trotzdem nicht so eine Situation wie, sage ich mal, aus dem ersten Video. Es ging vielleicht ruppiger zu, aber es gibt halt auch andere Mannschaften, die halt auch weniger Migrationshintergrund haben, wo es auch sehr, sehr oft, sage ich mal, zur Ausschreitung kommt, ohne jetzt die Mannschaft oder eine Mannschaft davon zu nennen. Wie gesagt, also ich denke nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Vielleicht kann man es nicht so verallgemeinern, aber dann frage ich mich selbst, warum, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich ins Internet gucke, das Beispiel jetzt mit Blau-Gelb Darmstadt, was wir gesehen haben, das war eine Mannschaft, die überwiegend aus Immigranten stand. Dann in Baden-Württemberg habe ich mir aufgeschrieben, so ein bisschen Statistik, da gab es 600 Fälle pro Jahr und mindestens ein Einzelfall war schwere Körperverletzung. Dann hat man 2600 Schiris befragt, wie sie denn bedroht worden sind oder ob sie schon mal bedroht worden sind. Da haben 40% gesagt, massiv bedroht und 20% davon wurden sogar schon körperlich angegriffen. Also das finde ich schon happig. Was noch mit dazu kam, dass man gesagt hat, Migranten sind überproportional häufig Täter
aber sind auch überproportional häufig Opfer. Wobei ich den Satz jetzt nicht so wirklich verstehen kann. Warum Opfer? Gut, also ich habe jahrelang ja bei einer griechischen Mannschaft gespielt, auch unter anderem in der türkischen Mannschaft gespielt. Ich war Trainer bei den Türken, bei den Griechen Trainer. Ich war bei den Mesos schon mal Trainer. Eins muss man einfach sagen, es wird auch viel missverstanden, was Kulturen anbelangt, ja, und was Stolz anbelangt. Also viele dieser Migranten, sage ich mal, fühlen sich einfach ja, für kleinere Sachen einfach in der Ehre verletzt. Ja. Und das sind so Sachen, die kleinsten Nicklichkeiten, die auf dem Platz teilweise stattfinden. Das ist ja normal, dass der Verteidiger sich mit dem Stürmer, sage ich mal, ein bisschen fetzt und halt ein bisschen verbal austauscht. Ja, das ist das normale Geschäft auf dem Fußballplatz. Nur sind das manchmal Kleinigkeiten, die nicht dazu führen sollten, dass es eskaliert. Ja? Aber hat sowas dann nicht, sorry, wenn ich unterbreche, aber hat sowas dann nicht eher was mit Integration zu tun? Also ich sehe das ja so, wie du es mir jetzt gerade sagst. Ja? Ich sehe das wirklich so. Ja? Ich bin selbst ja Grieche. Und ich muss einfach sagen, also die meisten Ausschreitungen, die ich jetzt gesehen habe auf den Plätzen, sind tatsächlich so, wenn Migrantenmannschaften spielen. Ja, das ist wirklich so. Da ist ja die Frage, wie integriert man die Leute, wenn nicht dann beim Sport? Das ist ja auch Sinn und Zweck eines Vereins. Ja? Also in jeder Vereinssatzung steht ja drin, dass man eigentlich Integration und Erziehung machen möchte. Bei vielen ausländischen Vereinen ist es so, dass man einfach erfolgreich sein möchte, um sich zu bestätigen. Ja? Mhm. Und dann wird das Thema überstrapaziert, weil man möchte in Anführungszeichen mit aller Gewalt den Erfolg haben. Ja? Mhm. In Baden-Württemberg habe ich noch dazu rausgefunden gehabt, da gab es eine Tat, da wurde der Schiedsrichter bei einer Fehlentscheidung oder bei einer Entscheidung, die er getroffen hat, gegen die Werbebande geschubst. Daraufhin ist er mit dem Kopf gegen die auf der Werbebande aufgestoßen. Daraufhin hat der Spieler zu ihm gesagt, ich finde dich und dann bist du tot, du Sohn. Wortwahl ist natürlich auch sehr schön, aber das hören wir leider sehr häufig auf dem Platz. Ja. Und Achtung, er hat vom Verband eine Sperre bekommen von 4 Monaten, die aber erst nach Drängen von den Schiedsrichtern auf 6 Monate verlängert worden ist. Das ist doch eigentlich eine Frechheit dem Schiedsrichter auch gegenüber. Welcher Schiedsrichter, wenn er sowas hört, hat denn überhaupt noch Lust, sich auf den Platz oder an die Linie zu stellen? Das ist der springende Punkt. In der Regel gar keine. Genau, und was dann auch noch rückführend für die Vereine ist, den Vereinen mangelt es jedes Jahr an Schiedsrichtern, aber wer hat denn da noch Lust? Ist doch kein Wunder. Ja, wir haben ja auch Vereine, die können gar keine Schiedsrichter stellen. Also es ist ja nicht mehr so. Aber das ist dann der springende Punkt, ja. Das ist doch, letztendlich ist das ja irgendwie so eine Spirale, eine Abwärtsspirale, ein kleiner Todes, ein, wie sagt man, ja, jetzt fehlen mir die deutschen Worte. So viel zum Thema Integration. Meinst dass auf jeden Fall alles irgendwie immer zurückkommt. Ganz genau, richtig. Der also, Verein hängt auch mit dran. Man muss halt auch mal meiner Meinung nach die Kehrseite der Medaille sehen. Ich als Spieler, ich meine, klar, der Schiedsrichter hat es immer schwer, überhaupt gar keine Frage. Aber ich als Spieler habe halt auch schon andere Schiedsrichter mitbekommen, wo man ja einfach auch mal prinzipiell sagen kann, okay, so wie der sich benommen hat, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja? Und manchmal wundert es mich dann halt auch nicht, dass dann halt so Ausschreitungen einfach passieren. Hast du da ein konkretes Beispiel, was ein Schiedsrichter gemacht hat? Aber ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Ja, also es gab halt schon Schiedsrichter. Es sind halt auch... ist nicht einer, es sind halt auch immer die klassischen Schiedsrichter, wo man dann auch mal ganz gerne gesagt wird, oh, da hat zu Hause jemand anders die Hosen an, das merkt man dann schon, dann kommt man sonntags auf dem Feld und dann will er mal zeigen, wer er ist. Ja. Gibt's denn für Schiedsrichter auch eigentlich ein Training, was Autorität betrifft, Auftreten? Letztendlich werden wir schon geschult, also wie jetzt bei uns im Kreis, wir sagen schon, wie man sich zu verhalten hat in kritischen Situationen. Deswegen gibt es ja bei uns das klassische Beispiel, die Neulinge kriegen ja allen Paten, also einen erfahrenen Schiedsrichter dabei, um dass er halt die Einführungsphase gut hinbringen. Und, aber wie gesagt, auch in den Lehrgängen werden wir darauf hingewiesen oder wird auch daran gearbeitet, wie habe ich mich zu verhalten in diversen Situationen. Aber ich würde nochmal ganz gern zu ihm. Da muss man halt auch ab und zu sagen. Und das ist ja das Schöne, wie wir schon angesprochen haben, wenn wir hingingen und täten dann jedes Mal sagen, wenn er am Tor vorbeischießt oder wie auch immer, dann kann ich auch nicht hingehen und sagen, hier, das war aber Ei, ja, dann kannst du aber auch mal ein bisschen besser machen. Aber also das war da, genau, und das ist, genau das ist das Ding, genau das ist der Punkt. Was war denn das für ein Ei? Oder dass Schiedsrichter anfangen,
bestimmtes Verhalten provozieren zu kommentieren. Mhm. Das kann es doch auch nicht sein. Nein, wenn sowas, also mir ist es noch nicht zu Worte gekommen. Also ich sage auch immer den Vereinen, wir sind ja auch pro eingestellt, ja, mit Vereinen gemeinsam sind wir stark. Wenn sowas mal ist, ich meine, jeder weiß, einfach mal eine Mail schreiben, nicht nach außen kommen und dann sagen, hier, so und so ist es und das, da kommen immer Missgeschicke. Einfach mal auf einen zu und wir schrecken auch nicht ab dann zu dem Schiedsrichter, weil sowas mögen wir auch nicht. Hm. Also Autorität verlangen wir vom Spieler, das Gleiche verlangen wir von uns Schiedsrichtern und von daher eine kurze Mail und dann kann man das auch klären. Ja, aber prinzipiell ist es halt auch einfach so, meiner Meinung nach, ist egal, wen man von welchem Verein halt auch mal fragt, heißt es immer der klassische Satz, jetzt müsste ich eigentlich 2 Euro ins Phrasenschwein werfen, gegen den Schiedsrichter kannst du eh nichts machen. Mhm. Ja? Genau, also ja. Es ist doch so, berichtig mich, also meiner Erfahrung nach ist, dass in der Vergangenheit häufiger mal Sachen vorgekommen ist und da halt auch nicht konsequent genug gegen Schiedsrichter halt auch mal irgendwo vorgegangen worden ist. Mhm. Das stimmt nicht. Wenn uns zu Ohren kommt, da ist einer, der fällt ständig auf. Oder es gibt ja auch so die diversen Dinge, das sind dann immer die gleichen, wo ein Spielabbruch ist oder wie auch immer, werden die von uns intern beobachtet. Und die werden auch von uns intern bestraft. Weil wir müssen auch mehr aufpassen mit der Bestrafung. Weil letztendlich bestrafen wir ja nicht nur den Schiedsrichter, sondern den Verein auch. Und da muss man halt differenzieren. Was machen wir? Wir haben halt dann die Möglichkeiten, wie wir es dann handhaben, ist, dass er erstmal in dieser Klasse, wo er ist, keine Spiele leidet, sondern erstmal wieder unten ein paar kriegt, damit er mal wieder zu klaren Worten kommt. Also das nur zum Thema. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, den Verband, wenn man sagt, okay, das ist ein gefährdetes Spiel oder wir meinen, das könnte ein gefährliches Spiel werden, oder gibt es ja die Möglichkeit auf Verbandsaufsicht, richtig? Genau. Die wird dann beim jeweiligen Klassenleiter beantragt und dann... Ist das nicht auch mit Mehrkosten für den Verein verbunden? Ja gut, das tut ja, tut ja der Verein, wo beantragt, der muss auf die, der zahlt ja auch die Kosten. Ja, aber das ist doch Schwachsinn. Weil letztendlich, weil welcher Verein, der sich häufig was zu Schulden kommen lässt, beantragt Verbandsaufsicht? Macht keinen Sinn für mich. Stimmt, aber die Regeln habe ich auch nicht gemacht. Ja, sollte man vielleicht mal irgendwie einen kleinen Anschluss geben und ich hoffe, das haben wir damit getan. Ja, okay. Was gibt's mit? Danke, sehr schön. Christos, für dich als Trainer, was gibt es denn für dich für eine Möglichkeit, irgendwie in Kooperation mit dem Schiedsrichterverband zusammenzuarbeiten als Verein? Also ich kenne das immer so, wenn eine Saison immer angefangen hat, dass die Schiedsrichter auch immer eingeladen haben, die Vereine eingeladen haben immer vor der Saison, dass sie die neue Regeln immer erklärt haben und dann, dass die Schiedsrichter immer wieder appellieren, Fair Play auf dem Platz. Ja, also das ist gang und gäbe, aber das ist nur die eine Seite. Die zweite Seite muss einfach vom Verein kommen. Die zweite Seite muss auch von der Mannschaft mit der Gruppendynamik kommen. Ja? Mhm. Also man muss sich von beiden Seiten annähern. Ein Schiedsrichter hat es wirklich, wirklich schwer. Und das Thema Fingerspitzengefühl muss ich auch noch mal ganz kurz aufgreifen. Ich glaube, da gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt Regeln, die gibt es zu befolgen. Und ich glaube nicht, dass es einen Schiedsrichter gibt, der bewusst eine Fehlentscheidung trifft. Ja? Nein. Die werden getroffen. Es wird teilweise falsch gepfiffen. Wenn er nicht Holzer heißt, dann nicht. Nein. Ist klar. Es werden also. Es gibt übrigens Rot. Ja, okay. Ich gehe dann mal. Es gibt halt die Regeln, müssen befolgt werden. Und wenn mal falsch gepfiffen wird, ja, dann muss wirklich der Spieler, ja, oder die Mannschaft einfach wissen, okay, es ist nun mal so, ja, und es geht einfach weiter. Und wenn man einfach so ein Spiel über 90 Minuten betrachtet oder die komplette Saison wirklich betrachtet, ja, und das ist wirklich auch keine Floskel, wie man so meint. Es gleicht sich immer wieder aus. Ja. Man bekommt mal ein Abseitstor, man schießt mal ein Abseitstor. Ja, in diesen unteren Klassen, wo wir kicken, sage ich mal. Ja. Mhm. Es gleicht sich wirklich aus. Ja. Nur der Mensch ist halt so veranlagt, der denkt immer über seinen Vorteil halt. Genau. Und deswegen gibt es auch diese Emotionen im Endeffekt. Mhm. Okay. Naja, Quintessenz des Ganzen, würde ich sagen, ist, dass der Verein einen Teil dazu beitragen muss, dass er erstens die richtigen Spieler, die richtigen Charaktere beisammen kriegt und... ja, man auch vielleicht als Spieler auch noch schauen muss, dass man ja, die Mannschaftskameraden zügelt. Ja, definitiv. Also ich meine, was heißt richtige Charaktere? Also jeder hat prinzipiell eine Chance verdient. Also wir hatten auch bei Schierstein, sage ich mal, ein paar Pflegefälle, die am Anfang mehr ungestüm waren, die sich dann
durch die Jahre halt einfach super eingegliedert haben und heute auch überhaupt gar kein Problem mehr haben. Ich mache immer das, was ich seit Jahren mache. Ich appelliere immer an die Mannschaft, dass der Mensch immer in den Vordergrund stehen muss. Erst dann kommt der Fußball. Mhm. Und wenn wir diese soziale Basis haben in einem Verein, in einer Mannschaft, ja, dann passiert auch weniger. Und man muss immer wieder die Spieler daran erinnern, dass es erstmal nur ein Sport ist, unser Hobby ist, ja, und es gibt Wichtigeres im Leben. Ja. Und ich glaube, wenn wir diese Lockerheit auf den Platz dann bringen, ja, dann ist der Geist auch frisch, dann passiert auch sowas nicht. Noch ein abschließendes Wort zum Sonntag vom Schiedsrichter Obmann. Also, wie gesagt, wir plädieren auch immer unseren Schiedsrichtern an erster Stelle Fair Play und versuchen auch immer, dass die Spiele unverletzt vom Platz kommen. Deswegen nehmt es nicht so übel, wenn auch einmal mehr gepfiffen wird. Es schützt auch die Spiele. Alles klar. Das war ein schönes Abschlusswort und die erste Runde Dreiecken an Elfer Talk im Wohnzimmer. So sieht das aus. Das ist das Wohnzimmertrikot. Und wenn ihr noch Trikots von eurem Verein habt, als her damit. Denn die nächste Sendung werde ich mit dem Trikot, was ihr mir zukommen lasst, in diesem Trikot trainieren, wollte ich schon fast sagen, moderieren. Und danach kommt es dann auch, wie all die anderen Trikots, hier an die Wand. In diesem Sinne, Männers, Prost. 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 Prost.